Servus Leute und hallo an dem Samstag, den 16.05. müssen wir heute haben, ja. Jo, wieder mal kein Video am Freitag gekommen, merkt ihr schon. Ja, wann das Video kommt, keine Ahnung, also jetzt ist Samstag durch und ich habe immer noch nichts weiter gefilmt. Jetzt fange ich das erst einmal an, was zu filmen. Tja, so ist das halt. Ich denke mal, das war das Dienstagsvideo, tut mir leid, ist halt einfach so. Ich war das Wochenende relativ. Naja, Stress will ich jetzt nicht sagen, aber es war relativ umfangreich. Die Versicherung war gestern da, welche Betriebshaftpflicht, weil wir jetzt die Viecher, die Tierhaltung mit rein haben. Oder die Viechhaltung wieder mit rein. Weil Kühe waren wieder extra versichert, dann war es ja quasi teurer. Und ja, Donnerstag war Besprechung in der Firma, bin ich nicht zum Film gekommen. Ja, und Samstag, ich habe heute in der Wohnung irgendwas gemacht und die Knetmaschine unten noch was dran gemacht. Sauertag vorbereitet für morgen. Ich habe gesagt, im letzten Video, glaube ich, war das, dass ich sonntags jetzt schaue, dass ich immer backen tue. Und da habe ich irgendwas vorbereitet, der Sauertag. Also, erster Stufen ist fertig, zweiter Stufen, wenn ich jetzt dann wo fertig bin. Dann wird die angerührt. Und dann bleibt das Ganze bis morgen stehen und morgen wird dann der Brottag gemacht. Ja, der Ofen ist gestopft, da ist das Holz so weit drin, dass man den direkt anschüren kann. Knetmaschine ist wie gesagt komplett vorbereitet, brauche ich da bloß noch reinschütten und ausschalten. Ich habe da einen anderen Stecker jetzt gekriegt, dass er nicht mehr auf 32, sondern wieder auf 16 Ampere hängt. Und ja, wie gesagt, der Sauertag ist vorbereitet und sonst ist die letzten doch einfach nichts weiter passiert, was sehenswert gewesen wäre. Und bevor ich da jetzt die Kamera dann aufstelle und filme, wie gesagt, irgendeinen Blödsinn, dann lasse ich es lieber bleiben. Das ist ja Quatsch, das macht ja keinen Sinn. Hörner mit Kühe können sich wenigstens gescheit jubeln. Ja, und dann warte ich lieber, bis immer irgendwas kommt, was man filmen kann, und sonst lassen wir es. Ja, und jetzt gibt es was zu filmen. Autosächter ist nicht drin. Ja, ich habe vorhin mal Futterzeug geholt und habe mein Auto gleich draußen gelassen. Das steht noch oben vor der Garage. Ich brauche den KL300, weil am KA15 hängt immer noch die Netzecken dran. Und mir fahren die Lore da mal weg. Die ist ziemlich voll. Die möchte einmal wieder ausgeleert werden. Und das würde ich sagen, das machen wir jetzt. Dann ist die wieder leer, weil ich aber Futter auszusortieren würde. Dass das wieder mit drauf kommt, das Biomüllzeug, und ja, vom Stall kommt da wieder ein wenig Dreck. Halt, dass es wieder passt. Ich mag das immer, wenn das dann gleich leer ist. Das regt mich sonst immer auf. Und das machen wir jetzt einmal.
Mist habe ich verfahren. Dann kann ich jetzt noch mein Auto aufräumen. Und dann machen wir für heute Feier und dann langt's. Ja, dann schauen wir nochmal in die Stelle, dass alles gut ist. Und dann ist Schluss. So, dann ist das Auto auch wieder geparkt. Steht er wieder da, wo er nachgehört. Passt. Gut, dann wollen wir jetzt aber noch eine Stelle gucken. Und da sehen wir uns jetzt gleich noch einmal wieder. Ja, jetzt sind wir unten im Schweinchenstall und da ist die Saubande. Tja, denen geht es sichtlich wohl. Da passt alles. Zwar wie gesagt, kleiner haben wir ja. Der eine Eber ist ein bisschen kleiner wie die anderen. Und die Daisy ist ein kleiner wie die anderen. Weil die und die Daisy, das ist ja Wahnsinn. Ich habe vorhin ein bisschen frischer Einstreu gekriegt. Das genießen sie auch sichtlich. Das ist ja richtig auch wohl da. Das siehst du auch nicht. Da legt er sich flach noch und der nächste oben drauf. Stroh ist was Feins. Ja, denen geht's gut. Und da ist mein Eber. Das Feigelchen. Na, ja. Das tun wir zwar doch nicht draußen, morgen gehst du wieder mal aus, ne? Ja, bist du schön. Hm? Große. Ja, also denen geht es auf jeden Fall den Hunden gut. Entwickeln sich prächtig. Ah, die Daisy, jetzt holt sie ein bisschen auf. Ich meine, kleine bleiben was auch immer, das ist klar. Aber die hat sich jetzt, denke ich, ganz gut erabelt. Also das war auf aller Fall. Dann muss ich das anrufen, das fette Ding da oder auf die anderen innen drauf. Hm. Auch Krabbeln? Ja, auch Krabbeln ist schön, gell? Auch Krabbeln ist fein. Da hat er unten drunter der Matsch. Das sollte nicht im Angreifen vor sein. So, so. Ihr seid sowas von müde jetzt, ne? Also unten drunter, das will mir ja sehr warm, aber ein Zudenken aus seiner Geschwister. Wenn es am Anna, die Daisy, die ist da drüben. Die geht unter in den Haufen. Und die Oma liegt ganz gechillt da vorne. Ja, wie gesagt, das ist alles prima. Sagen Sie, muss ich jetzt nochmal, ich bringe Ihnen nochmal frisches Wasser, ich habe Ihnen vorhin dann drunter, aber man sieht da, da ist nass. Die haben wir wieder ausgeschüttet. Naja, dann sollen Sie halt nochmal frisches Wasser kriegen. Ist ja nicht so. Die kleine Maus, kämpft sie sich auf. Na? Oh. Der fällt da einfach um. Ich will schlafen, mach das Licht aus. Entspannter Schweinehaufen. Ja, genau. Oh ja, das ist richtig, ne? Oh, oh, das
Nee, also ich bin begeistert, die haben sich jetzt wirklich prima entwickelt. Ja, jetzt am 19. Mai waren sie ja im Endeffekt 8 Wochen alt. Und ab 19. Juni sind sie abgabebereit. Dann haben sie die 12 Wochen erreicht. Dann waren die ersten den Hof verlassen. Also die haben jetzt quasi noch knapp 4 Wochen Schonfrist, wo sie noch bei der Oma sein dürfen. Und dann waren sie verkauft. Wie gesagt, ich sind alle zum Müll und wir mich jetzt alle behalten. Aber erstens haben wir, sind Schweine. Es ist von vornherein festgestanden, dass sie haben wir geschlachtet werden irgendwann. Dafür habe ich die Schweine. Und es war von vornherein festgestanden, dass ich auch keinen Fall zu viel behalte. Weil was soll ich mit ihr Haufen Schweinlein, mit ihr Haufen Feige? Ich kriege die ja gar nicht unter. Wichtig ist mir jetzt, wie gesagt, bloß noch, dass die Kleiner da oder einen Platz kriegt. Also wir haben jetzt schon überlegt, Röhrensee in Breit. Oder dann mein Bruder, seine Freundin, hat gesagt, es wäre eventuell noch eine Möglichkeit, in Hof drum gibt es so einen Streichelzoo, wo man sie eventuell vermitteln könnte. Weil die ist wirklich so ein Schweinchen, wo man sagt, ja, die können da als Streichelschwein nehmen. Die ist klar, die ist menschenbezogen, viel menschenbezogen. Die anderen sind ja eher, ja, ich sag mal, wilden Charakter, so wie die Kleiner oder die genießt es ja, wenn sie am Hausen ist, wenn sie bei einem sein darf, wenn sie ein wenig draußen rumlaufen darf. Und ja, für die, wie gesagt, brauche ich einen Platz, wo es auch nicht geschlacht wird. Das wäre mir, also das ist mir das Wichtigste bei der Daisy. Ich möchte keinen Platz haben, wo sie dann irgendwann in die Wurst kommt, weil mit der habe ich definitiv zu viel durchgemacht. Am Anfang hat man gedacht, das ist ja wunderbar bei ihr und dann hat sie so rapide abgebaut. Hat bei der Oma nicht mehr genug Milch mitgekriegt. Und da habe ich mir eigentlich ernsthaft gedacht, das wird jetzt irgendwann einmal zu spät sein, wo er schon auf die Kippe gestanden. Dann hat sie das Problem mit den Füßen gekriegt. Also es waren zwischenzeitlich schon Dinge, wo ich überlegt habe, ob man sie einschläfern lässt. Oder ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Dass er sich so gut errabbelt hat. Wie gesagt, also das könne da kann er. Also wenn ich die verkaufen wolle, die ganzen Kosten, die ich jetzt mit ihr gehabt habe, ein anderer Betrieb hätte wahrscheinlich schon lang gesagt, nein, aussortieren. Das ist ein Kostspiel, ich mach mir nicht, aber Schnuck, ach, die Weide. Aber da habe ich von vornherein gesagt, nee, da hänge ich mich jetzt rein, die soll wieder fit werden. Und da geht auch jeden Tag nach wie vor noch früher Haufen Zeit drauf. Weil die Kleine, die will immer ihre Extraportion haben, die kriegt sie auch von mir. Sie kriegt immer ihr Schlüsseler mit Haferflocken und mal Quark oder mal Frischkäse oder dann Banane oder Äpfel, was halt gerade so da ist. Und die kriegt sie auch und in der Zeit stehe ich dann immer daneben und warte, bis er es gefressen hat, weil wenn ich es reinstelle, ich meine, schaut euch die anderen an. Ja, die haben, das ist 2 Wochen von ihr. Wenn ich das reinstelle, die fressen ihr das weg. Deswegen fühle ich es auch immer gesünder. Das ist jeden Morgen eine Viertelstunde, 20 Minuten, die ich investiere, wo ich dann da stehe, wo ich jetzt stehe. Sie steht dann daheim und mampft da dann ihr Schüssel alle und dann darf sie auch wieder rein, weil es kommt halt immer darauf an, wen ich auch rauslasse. Lasse ich ihn raus, dann muss ich sie ja wieder reinsetzen. Lasse ich die raus, okay, geht es manchmal, dass ich sie da außen füttern kann. Aber meistens ist es, wie gesagt, so, dass ich da unten stehe und wattern und wattern und wattern. Und das ist alles Zeit, also das, wenn ich jemanden verrechnen wollte, wenn ich die hergeben wollte, das zahlt mir kein Mensch, sagen wir es ganz ehrlich. Und ja, Kostenpunkt für so ein Schweinchen sind auf jeden Fall zwischen 120 und 130 Euro. So liegt es fest, weil gerade die Eber, die haben die Vollnarkosen gehabt, die Kastration, das war auch teurer und ja, ich muss auch irgendwie dann ein bisschen Geld verdienen. Ich habe auch meine Kosten gehabt, ich muss es auch füttern. Ich habe die Arbeitszeit, darf ich gar nicht rechnen, wenn ich das machen würde. Also, wie gesagt, ich denke irgendwas zwischen 120 und 130 Euro. Vielleicht lässt sich auch noch irgendwas runterhandeln, das muss ich mal gucken. Aber so in den Dreh wird es wohl auslaufen. Und so sind auch die Preise bei uns da im Dreh für Fergerler. Schauen wir mal. Jo. Dann bringe ich denen jetzt noch ein Wasser und dann sind wir da fertig.
So Leute, jetzt haben wir mittlerweile Montag, Dienstag, den 18. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Datum spielt ja keine Rolle. Dienstag ist auf jeden Fall. Eigentlich soll das Video heute kommen, aber gestern bin ich so bald eingeschlafen, weil ich am Sonntag so bald aufgestanden bin und so lange wach war. Dann war ich gestern irgendwie ziemlich fertig. Naja, schauen wir mal, vielleicht schaffe ich es ja doch noch, das Video zu schneiden, aber eigentlich hätte ich heute auch noch Arbeit. Video schneiden dauert ja doch immer seit Zeit. Muss auch mal gucken. Vielleicht machen wir jetzt kurzes Video und dann schauen wir mal. Ich bin daheim, es ist Dienstag, wie doch wird es jetzt auch. Ja, wie gesagt, bin daheim. Die restliche Woche. Und ich habe heute das Feld da abgeschleppt. Also, das Feld ist gut, plus den Äpfelacker mit Netz an. Vorne war es da, davor noch nichts. Weil er gesagt hat, na, mit die Katzen, dann magst du bloß alles kaputt, das magst du da bitte schon nicht. Aber ich habe da mal den Tipp gekriegt, Blindstriegeln macht man mit die Katzen und später, wenn die Dämme dann nochmal aufgehäufelt sind und die ersten Pflänzler kommen dann mit die Lunge, um das Unkraut klar zu halten. Ja, und deswegen wollte ich das jetzt probieren. Und Äpfel rausgezogen habe ich keiner. Also da ist nichts passiert. Und die Dämmler sind auch noch einigermaßen zu erkennen. Die waren jetzt dann, wenn es noch einmal geregnet hat, es soll morgen vielleicht einmal noch ein wenig Regen kommen, dann sollen sie auch noch einmal aufgehäufelt werden. Muss man mal schauen. Also wie gesagt, das keine Ahnung. Schön wäre es, wenn es noch einmal regnet. Ein paar Kohlerstellen gibt es schon im Feld noch. Aber der letzte Regen hat schon ein bisschen was gebracht. Weil drehen wir uns halt einmal rum. Ja. Da unten, das ist ja sowieso schon saftig gewesen, dort kommt es jetzt so ein bisschen. Da war noch Stellen, da war es ja total kohl, jetzt kommt auch da ein wenig was. Ja, dort ist natürlich noch eine größere Stelle, wo nichts wächst. Aber auch das wird hoffentlich noch kommen. Ja, das sind die Äpfeldämme. Da war jetzt Unkrautzeug, sieht man schon, was ausgerissen ist. Das ist aufgegangen, das habe ich jetzt mit der Schleppen quasi brat gezogen. Und man kennt schon noch da Dämmler, 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 Dämmler. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt total flach wäre und man kennt jetzt nichts mehr und muss auf gut Glück. Nee, nee, man kennt es auch noch. Die Netzarten, die passt sich ja die Dämmer ein wenig an. Und arbeitet quasi im Damm und auf dem Damm. Bis auf da vielleicht, da habe ich es wahrscheinlich vorhin vergessen. Na, da ist doch, da ist der Zinkenrei. Ja, das wird der erste Versuch einmal damit. Ich habe das ja wie gesagt noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wie ich es gemacht habe oder nicht. Ich habe wie gesagt durch den Tipp gekriegt, früher ist das so gemacht worden. Der Vater hat gemeint, bei uns ist die Netzarten nie andersrum benutzt worden. Also absolut nie, immer nur die Langer. Und immer nur, ja, wenn das Zeug quasi schon aufgegangen ist. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber zumindest so ein bisschen das Unkraut habe ich wieder rausgerissen. Und das war natürlich auch vom Getrag, durch das, dass das ja schlecht aufgelaufen ist. Habe ich Kandler mit aufgehäufelt und jetzt sind natürlich da mittendrin auch danach getragen Kandler gekommen. Und ich will ja da keine Gerschen anbauen in dem Stück, sondern Äpfel. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich einmal abgeschleppt und man sieht schon, da ist ein Haufen ausgerissen. Jetzt ist es natürlich schön warm, dann kann schön viel Druck noch. Da seht ihr das Getrag, was da aufgelaufen ist. Das war jetzt in einem Stadion, wo ich es noch rausgekriegt habe. Ja, passt schon. Ja, wie gesagt, Wachstumsstadium, da muss man halt gucken, dass es nicht zu weit schon ist, weil sonst kriegst du es nicht mehr weg. Ich meine, kackt war das Ganze dann auch noch einmal, aber hacken erst nach dem ersten Häufeln nochmal. Und dann war der eben noch zweimal gehäufelt und striegeln will ich es ja auch noch einmal. Ich will heuer schauen, dass ich einmal ein wenig mehr Unkrautbekämpfung mache. In der Hoffnung, dass ich das Unkraut klar halte. Und nicht wie letztes Jahr, dann wieder einen ganzen Kippe rauslesen darf. Ja, und im Feld drin seht ihr schon, da sind die Disteln. Tja, das war halt sehr lange gewartet. Es sind auch wieder welche aufgelaufen von der Kribbel. Ja. Das war halt wieder die Trockenheit, hat mir nicht getraut. Der Vater hat gemeint, nein, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Dann macht man was kaputt, dann wächst gleich gar nichts mehr. Ja, ist halt wie es ist. Jetzt haben wir halt wieder ein paar Disteln. Ganz beseitigt haben wir es auch nicht. Es sind immer noch ein paar da. Ich hoffe, dass es heute nicht wieder so schlimm wird wie letztes Jahr mit den Distelfeldern. Das größte war ja eigentlich da oben. Das war ja die Hauptecken, wo sie waren.
Das war so richtig Distelmeer an der Stelle, oder? Also wenn ein paar Einzelne noch kommen, okay. Aber wenn sie auch wieder nebeneinander kommen und du eigentlich bloß noch Disteln hast, dann ist kein Spaß mehr. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch, wenn ich ganz viel Lust hätte, mit meinen Ampferstecher einmal durch und könnte es ausreißen. Aber es muss halt erst einmal wieder ringen, dass ich das machen kann, weil wenn der Boden zu trocken ist, dann reißen sie ab und dann kommen sie natürlich wieder. Wenn es jetzt schön nass wäre, dann wäre der Boden ein wenig aufgewacht und dann lassen sie sich leichter rausziehen und dann erwischst du die ganze Wurzel, dass du sie auch kaputt kriegst. Ich meine, wie gesagt, das hält sich ja in Grenzen. Es sind schon ein paar da, aber nicht so schlimm wie letztes Jahr. So ein bisschen Anischkräuterzeug geht noch auf. Ja, naja. Und die Gersten, ja, da läuft sie halt jetzt so ein bisschen auf, sieht man schon. Deswegen, jetzt ist halt der Zeitpunkt, jetzt kann ich nicht mehr durchfahren mit der Netzaden. Sonst mache ich mir das ganze Getrag kaputt. Weil das ist jetzt in einem Wachstumsstadium. Seht ihr schon? Da kommen jetzt die ersten Blättler. Wenn ich jetzt da mit der Aden durchfahre, ich reiße das alles aus und mache es einmal kaputt. Jetzt hat man vielleicht noch eine Chance, dass tatsächlich was wächst. Fahre ich da einmal drüber, dann ist es hier und dann wächst da definitiv nichts mehr. Weil dann ist hier tot, aus, vorbei. Gucken wir mal. Wie gesagt, das ist ein wenig Probiersache. Ja, über die Rüben bin ich auch ein wenig drüber gefahren. Ich hoffe, das war keine so schlechte Idee. Wenn keiner mehr auflaufen, dann war es jetzt mein eigener Fehler. Schauen wir mal. Wie gesagt, häufeln muss ich eh. Und dann schauen wir mal. Also häufeln, jetzt lassen wir es einmal an durch stehen. Morgen soll es vielleicht regnen und dann, wenn man es am Donnerstag vielleicht einmal aufhäufelt, dann müsste es wieder passen, dann hat man wieder schöner Dämmler und dann kann man es dann wieder stehen lassen. Muss ich ja mal gucken, weiß ich auch nicht so genau und dann, ja, Probiersache, alles Probiersache. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Mehr als dass ich wieder wie letztes Jahr Unkraut zupfen muss, kann mir ja nicht passieren. Ja, das Striegeln selber habe ich jetzt natürlich nicht gefilmt. Ich weiß, ich bin in letzter Zeit irgendwie mit dem Filmer, ich komme immer nicht dazu. Mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig die Zeit. Durch das, dass ich jetzt am Wochenende gebacken habe, das Brot habe ich jetzt natürlich auch nicht gefilmt gehabt, wie wir es raus haben. Ich sage auch, das ist dann, wenn du mal drüber bist, das fällt ein wenig die Zeit, du kommst nicht so recht dazu. Ja, mei, ist halt so. Eins nach dem anderen. Mal schauen, es wird schon hoffentlich wieder besser werden, das Ganze. Dass ich ja auch mal dafür wieder Zeit habe. Aber gut, vom Brot kann ich auch mal Bilder noch reinsetzen. Das machen wir mal an der Stelle. Ja, das ist die ganze Ausbeute, die wir gehabt haben. Das war Brot. Das waren also erst mal das Brötler, dann war das Brot. Dann kam Pizza. Und zum Schluss haben wir noch einen Hackbraten gehabt. Der ist dann auch mit reingekommen. Das war so die Ausbeute, die wir am Sonntag gemacht haben. Und natürlich, wie gesagt, einiges an Arbeit. Wochenende war nicht viel. Wie gesagt, das ist halt jetzt, wenn man es öfters machen will, das Wochenende fällt halt dann flach. Das ist halt die einzige Zeit, wo du was machen kannst, ne? Machen wir schauen. Machen zu viel auf einmal macht man ja normalerweise auch nicht. Aber gut, das war jetzt ein Versuch. Mal gucken, auf mal die Temperatur kalten. Ja, die Netzaden habe ich dabei nochmal aufgeräumt, dass die nicht im Weg steht. Wir haben es auch schon gejammert. Das Ding steht im Weg, man kann nicht laufen. Die steht jetzt da. Ich habe da ein wenig umgeräumt, das Vielfachgerät steht jetzt da drüben. Und die Netzaden steht da und die zwei Netze liegen da hinten. Ja, mal ein wenig Kampf die Reize bringen. Aber aufgeräumt ist er. Und das ist das Wichtigste. Hauptsache das passt. Hauptsache das ist einmal weg. Und da steht jetzt bloß die normale Grusa-Aden draußen. Die muss dann noch aufgeräumt werden. Und dann passt das auch. Aber die Grusa, wie gesagt, ich möchte eigentlich noch mal die Koppel abschleppen. Grusa zerletzt worden. Ja, jetzt geht es vielleicht noch passen. Mal gucken. Wart schon gut. Jo, dann würde ich sagen, alles, was dann heute noch passiert, das kommt dann ins nächste Video mit rein. Also ich will heute die Stellen noch sauber machen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt für das Video. Vielleicht schaffe ich es ja heute noch am Dienstag online zu bringen. Aber mal gucken. Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder.
Servus.